Ich weiß nicht, ob wir das jetzt so hinbekommen, meine Lieben. Pass mal auf. Wir fangen einfach an. Ich habe heute einiges vor mit uns gemeinsam. Nun ja, aber leider werde ich doch alleine arbeiten hier. Lol. Also, ja, hallo und herzlich willkommen im Reich der Miniaturbäume. Ich war gestern noch los und habe ein paar Sämlinge gefunden. Die standen unter einem Baum und die haben so gut wie, ja, sehen wir später dann irgendwann mal, aber heute wahrscheinlich nicht. Denn ich möchte mal so ein paar andere Sachen heute zeigen. Hier ist zum Beispiel eine Forsythie. Das ist der Kandidat, falls du dich daran erinnerst, den wir mal ja, damals aus einem großen Strauch gemacht haben. Er hat noch Wurzeln, aber auch jede Menge tote Wurzeln. Und er hat auch schlapp gemacht. Die Vermutung liegt hier nahe, dass voraussichtlich eine Katze da vielleicht des Öfteren mal markiert hat. Und deswegen habe ich ihn jetzt erstmal ins Wasser geschmissen gestern, damit er ja eben dementsprechend erstmal gereinigt wird. So, es gibt einiges zu tun. Ich möchte heute dann doch endlich mal sauber machen hier, weil das macht mir keinen Spaß mehr, in den ganzen Krimskrams rumzurennen. Hier wächst schon einiges, auch die Brombeeren kommen da um die Ecke gewachsen. Also das ist nicht so der Burner. Von daher werde ich heute mal ein bisschen was anderes machen. So, die Lunizera wurde jetzt schon einmal gedüngt. Die hatte enorm Nährstoffmangel gehabt im Winter über. Ja, es ist, weil die sind immer grün, ne, wenn da nichts drin ist im Substrat. Und die machen auch wirklich, oder nehmen Nährstoffe auf, ja, wenn es auch kalt ist. Ne? Also jetzt nicht, wenn es friert, aber wenn es kühl ist, nehmen die auch Nährstoffe auf. Aber hier sieht man schon Neuaustrieb, also sieht schon mal gut aus. Den werden wir demnächst dann wieder restylen im Prinzip. Ansonsten sieht es soweit erstmal gut aus, was wir hier machen könnten mal eben. Wir könnten hier mal just ein bisschen pinzieren, damit er mir hier nicht komplett ausufert. Ja, es ist so, ne? Man muss schon gucken, dass man jetzt so langsam zu Rande kommt, ne? Die schöne Fichte. Cool, ne? Das ist so genial mit dem Schätzchen. So, ich bin mal gespannt, ob wir das schaffen, die Atlaszeder, also die Blauzeder, zum Keimen zu bringen. Das wäre natürlich total genial. So, ich mache das einfach mal just hier mit dem Fingernagel. Das geht nämlich auch, ne? Also muss man nicht unbedingt eine Schere nehmen, wenn man jetzt, ich sag mal, kräftige Fingernägel hat in dem Sinne. Ja, okay, pass mal auf, ich glaube, dann haben wir das hier erstmal schon mal fertig. Genau, dann haben wir das schon mal fertig. Hier, die Forsythie werde ich nicht pinzieren, die darf dieses Jahr wachsen. Warte mal, da kannst du mal sehen, wie das aussieht hier, was ich die Tage gemacht habe. Immer einfach dahingeschmissen, weiß Bescheid, ne? Ja, es gibt einiges zu tun. Hier ist übrigens die andere Fichte, ne? Die müssen wir auch noch versorgen, aber die läuft nicht weg. Die steht ja noch hier, ja, mit im Substrat drin, das ist nicht so schlimm. Was ich mal eben zeigen wollte, ist das Sphagnummoos. Kriegen wir das jetzt so hin, mal Display drehen? Ja, kriegen wir so hin. Guck mal, wie wunderschön das gewachsen ist, auch hier in dem Topf. Der Topf ist so ein Indikator damals dafür gewesen, ob genug Wasser drin ist. Ist jetzt nicht mehr der Indikator, weil der Topf ist mir mal geplatzt. Der nicht, sondern ich hatte so ein... ja, so einen großen Eimer, wo der Topf drin stand, der große. Ne? Und der ist geplatzt letzten Winter. Und dann stand das letzten Sommer halt so auf Untersetzer. Immer schön gucken, dass Wasser drin steht. Und auch das funktioniert. Richtig klasse. Auch die Karnivoren werden wohl bald wieder wachsen. Könnten wir eigentlich gleich mal ein bisschen genauer gucken, würde ich sagen. So, und dann haben wir hier noch alles Mögliche. Hör mal auf. Die haben es wahrscheinlich nicht geschafft im Winter. Warum? Die standen im Wasser. Ja, ist dumm gelaufen. Ich mache mal einen Schritt hier hin. Ja, es ist halt viel, was eben gemacht werden hätte müssen und gemacht werden muss. So, das sind unsere Apfelsämlinge, die sich selber ausgesät haben. Die haben schon Nährstoffmangel hier im Austrieb, weil der Giersch, der, ja, der nimmt natürlich alles weg, aber der Giersch, ich mag ihn einfach. Ne? Also den kann man essen. Und der ist lecker. So, das ist übrigens die Zierkirsche. Davon sind halt die Sämlinge. Okay, Moment, einen Schritt zurück. Hoppala. Und Mammutbaum. Hoffentlich kommen wir noch zu, weil es wird jetzt höchste Eisenbahn. Die befinden sich im Austrieb. Hier habe ich damals einen großen Kopfsteckling gemacht. Steckholz, nicht Steckling, Steckholz. Ja, und habe die einfach reingesteckt hier ins Hochbeet. Und tada, der ist gewachsen letztes Jahr von da nach da. Hat funktioniert. Ne? Also man kann da also auch große Triebspitzen, sage ich mal, rausschneiden und den Boden stecken und dann, ja, hast du irgendwann einen schönen Baum. Ja, und der Baum, der steht ja, in einem klitzekleinen Topf. Das dürfte so ein 3-Liter-Topf ungefähr sein. Ne? Man sieht schon, wie dick der Stamm geworden ist. Und das hat funktioniert. Solange er immer wieder mal Wasser bekommt, ist auch das tatsächlich möglich. Aber das nur so nebenbei. Ist nicht Sinn und Zweck der ganzen Sache, aber okay. So, wie gesagt, machen Klimbim heute so ein bisschen durcheinander. Erdbeerrüben
Ja, die fangen an zu blühen. Und die sehen sich ja bei uns ja selber aus. Ne? Die brauche ich gar nicht irgendwo reinpflanzen oder so. Sondern ich schmeiße im Sommer einfach mal so Früchte, die Matsche sind oder so. Die schmeiße ich irgendwo in die Töpfe. Und dann ist das okay. So, hier unsere Zwille, die wir damals zusammengedreht haben. Ich weiß gar nicht mehr, waren das zwei Bäume oder war das ein Zwilling? Nee, ich glaube, es waren zwei Bäume. Genau. Die haben wir so einfach mal zusammengedreht als junge Bäumchen. Und ja, das sieht schon mal recht interessant aus, muss ich sagen. Hier oben wird er immer wieder mal gecuttet in dem Bereich. Dieses Jahr noch nicht. Der kann ruhig noch ein Jahr wachsen. Und wenn er mit zu hoch wird, dann schneiden wir ihn einfach auf die Höhe wieder zurück. Und so kann man auch die Mammutbäume klein halten, wenn man möchte. Also auch durchaus denkbar und möglich. Ach, es gibt so viele Sachen, die möglich sind. Okay, so, da stehen die anderen Kandidaten. Die stehen da unten drunter, ne, absonnig. Ganz wichtig. Bei dem, was wir gemacht haben. So, wie gesagt, ich werde hier sauber machen. Ich habe echt keinen Bock dazu, bin ich ganz ehrlich, weil das raubt Zeit, die verschwendet ist, könnte man sagen. Ja, ist so. So, unser Schätzchen hier, ich glaube, der hat es nicht geschafft. Guck mal, die Schnecken sind überall unterwegs hier. Guck mal, da ist eine Nacktschnecke, da. Ne, die klettern überall rum, es hat heute Nacht geregnet. Also von da haben wir echt Glück gehabt. Ja, was heißt Glück? Haben wir den richtigen Zeitpunkt bekommen. Hier die Maßnahmen mit dem Bonsais zu machen, aber wir sind noch nicht fertig. So, das ist Punica granatum. Wie gesagt, er stand diesen Winter draußen, aber ich wollte mal gucken, wenn denn, habe ich alles draußen stehen gelassen. Ne? Von Zeit zu Zeit muss man einfach mal gucken, inwieweit welche Pflanzen was aushalten. Ich gucke mal eben, ja, ist noch grün, also von daher dürfte er wieder austreiben. Allerdings müssen wir jetzt aufpassen, wenn die Pflanzen im Saft stehen. Da wächst übrigens eine Rose, die ist auch von ganz alleine gekommen. Die habe ich da nicht reingesetzt. Das ist cool, ne? Wie hier alles so einfach alleine wächst. Was wollte ich gesagt haben? Ach so, wenn wir jetzt Frostnächte kriegen, dann müssen die Klamotten rein, solche Sachen, ne? Weil, wenn sie im Saft stehen und es friert, dann ja, platzt im Prinzip ja, die Rinde, das Kambium, und dann ist Feierabend, ne? Von daher ist das schon ganz wichtig. So, okay, das heißt im Klartext. Ich gucke erstmal, was wir noch so machen. Ich zeige euch das Ganze mal, wie das jetzt hier aussieht, um hinterher mal zu zeigen, wie es später aussieht. So, der Baum, ach, wie heißt er noch? Holla die Waldfee. Lampion, blubbelblub. Oh Gott, habe ich das echt vergessen? Der stand auch draußen, ist wieder am Austreiben. Das hat also auch ganz gut funktioniert. Das ist übrigens die Wisteria, ne, wovon wir im letzten oder vorletzten Film gesehen haben, den Bonsai damals gemacht haben. Den haben wir hier aus dem Topf rausgebuddelt. Also da kann man echt Absenker von machen und dann hast du eine neue Pflanze. Das geht ratzfatz. So, hier haben wir eine Naschibirne. Die blüht nicht. Ich kriege sie nicht zum Blühen, nichts zu machen. Also ja, ich weiß auch nicht, ob der 100 Jahre alt werden muss oder so. Ich habe ihn jetzt einfach erstmal wieder zurückgeschnitten, damit er mir nicht zu groß wird. Die Seitentriebe lasse ich erstmal. Mal gucken, ob da Blütentriebe dran kommen. Sieht aber nicht so aus, also bis dato zumindest nicht. Ich habe noch einen davon, den werden wir die Tage noch radikal bearbeiten. Den versuchen wir zum Bonsai zu machen. Der hat einiges mitgemacht. Also das ist schon heavy, was die Naschibirnen abkönnen bei uns. Nun ja, aber ob ich sie zum Blühen bringe, ich weiß auch nicht. Also bis dato habe ich es noch nicht geschafft, aber ich habe es geschafft. Warte mal. Und zwar haben wir. Moment. Wo ist er denn? Da ist er, unser Apfelbaum. Tada! Er blüht dieses Jahr wieder. Da müssen wir übrigens auch noch dran. Unbedingt sogar. Der hat letztes Jahr nämlich auch so ein bisschen gelitten, ist nicht so wirklich aus dem Quark gekommen. Ja, also der muss jetzt langsam rasseln. Mal ja, was dran gemacht werden. Ne? Guck mal, da wächst auch eine kleine Fichte. Tada! Das wächst alles von ganz alleine bei uns. So, okay, dann würde ich sagen, mal gucken, die Azalee. Ja, sie bekommt Knospen. Sie bekommt Knospen. Ja, schön. Hier muss ich aufpassen, die darf kein Kalkwasser haben. Zumindest nicht viel. Ja, also, it is, so it is. Wir gehen mal kurz zu den Hochbeeten. Auf dem Wege, hier steht einiges rum, das sieht nach nichts aus. Ne? Aber hier ist was. Tada, hier sind ganz viele Sämlinge. Kannst du dich noch daran erinnern, was ich hier gemacht habe? Wir haben letztes Jahr unseren Lavendel, der steht übrigens da, der steht auch ganz im Winter draußen, da im Topf einfach. Ne? Das macht im Grunde nichts. Den hatten wir ja nach der Blüte kräftig zurückgeschnitten. Ich zeige gleich mal, wie das richtig aussieht. Und da habe ich schon mal vorab ein paar Samen einfach hier drauf gestreut, zu der Zeit dann dementsprechend. Das muss also im Spätsommer gewesen sein. Und jetzt fangen die Samen an zu keimen. Also du kannst wirklich, wenn du Samen bekommst irgendwer von Lavendel, beim Spaziergang oder so im Sommer, dann schmeißt sie einfach irgendwo rein.
Ja, ganz wichtig, dass die Erde immer feucht ist. Also deswegen steht hier unten Wasser drin. Ne? Die haben ja keine Wurzeln, die Samen. Ne? Also von daher kann das ruhig im Wasser stehen. Wichtig ist, dass immer feucht ist, die Oberfläche. Man kann sie auch behelfen noch, indem man, wenn man sie jetzt ausgesät hat, einfach oben drauf so ein bisschen einwursteln. Ne? Also muss jetzt nicht jeden einzelnen Samen reindrücken, weil ja, das sind so viele Samen. Wenn da, ich so, ist so, ne? So viele Pflanzen kannst du gar nicht brauchen. Kannst sie einfach so ein bisschen Steine drüber schmeißen, Schotter oder irgendwie sowas. Dann hält sich da drunter und in den Zwischenräumen auch die Feuchtigkeit. Und dann können die Samen auch da drin tatsächlich keimen. Ne? Kannst die Samen im Prinzip über den Schotter schmeißen, ein bisschen reinrütteln. Oder übergießen das Ganze, dass die Samen in die Zwischenräume kommen und dann wachsen die da auch drin. Also eine ganz tolle Sache. So, das Schätzchen hat auch ein bisschen gelitten hier. Unser Bonsai Bottle in the Bottle. Also nicht gelitten, er hat Nährstoffmangel. Ja, ist so. Ne? Weil wie gesagt, im Winter brauchen die tatsächlich auch Futter. So, dann gehen wir mal kurz zu den Hochbeeten. Habe ich auch Play gedrückt? Ja, habe ich. So, unser Big Mammutbaum. Der macht sich echt prächtig. Ich meine, der Bereich hier unten hat sich echt enormst entwickelt. Hier muss ich jetzt auch anfangen, wieder immer wieder das Beikraut abzuziehen, dass das erst gar nicht imposant wächst. Da muss ich nachher mal genauer dran gehen. Aber ich fange erstmal bei dem Bonsai da hinten an, dass ich da sauber mache. Ja, aber ist schon ganz wichtig, dass ich das immer wieder abzuppel hier. Ja, das ist schon ein tolles Bäumchen geworden. Also krass, ne? Das war damals ein ganz kleiner Steckling, falls du dich noch daran erinnern kannst. Den haben wir aber geschenkt bekommen. Und du siehst auch hier, ne, überall im alten Holz treiben die wieder aus, auch wenn die Belichtung gerade nicht so, so geht's, ne? Überall treiben sie aus, ne? Also das ist auch eine coole Sache. Richtig genial. Also richtig krass. So, ja, da wächst der Gen Himmel. Der darf auch erstmal weiter wachsen. Mal gucken, was die Zukunft damit bringt. So, bei dem Schätzchen ist auch eine Linde. Die schneiden wir auch immer wieder zurück hier als Säule. Ne? Und hier werde ich jetzt auch nochmal rangehen und schneiden. Also die ganzen jungen Triebe, die nehme ich jetzt nochmal zurück. Ne, damit er dann vom Austrieb her nicht hier anfängt zu wachsen, sondern hier irgendwo in dem Bereich wieder rauswächst. Dann ist der nächste Rückschnitt dann einfacher im Sommer, als ja, wie gesagt, wenn er hier rauswächst, wird er ein bisschen schwieriger. Deswegen das mal kurz so bei der Säule gezeigt. So, der Maulbeerbaum, mal eben gucken, lebt er noch? Letztes Jahr hat er auch so ein bisschen rum, ja, der lebt noch, so ein bisschen rumgezwickt, aber ist okay. So, die Beete mache ich gleich leer. Eins nach dem anderen, Detlef. Nachher. Ne, also, damit wir hier das dieses Jahr bonsai-technisch nutzen können. Hier waren noch Möhren drin gewesen. Die Becher, die waren in der Erde zum Bewässern. Ja, das haben jetzt die Schnecken sich geholt erstmal. Da krabbelt auch eine. Ja, mit Nacktschnecken, das ist so, ich sage dir. Hier hatte ich im Herbst mal Meerschweinchen-Mist draufgeschmissen. Warte mal, eben gucken. Guck mal, da ist nämlich auch eine Möhre hier, siehst du das? Die ist also unter dem Meerschweinchenmist und das ist noch fest. Die hole ich gleich mal raus. Aber hier siehst du, dass das Grünzeug wird alles abgefressen von den Nacktschnecken. Warte mal, hier ist ein Regenwurm, guck mal. Ein Regenwurm. Ja, okay. Da ist auch einer. Ne, also Meerschweinchenmist einfach oben aufstreuen im Herbst auf die Hochbeete. Ist eine coole Sache. Da brauchst du auch keine Angst haben, dass du dann überdüngst oder so, weil die Nährstoffe, die ziehen in den Boden ein. Der Boden wird gesättigt mit Nährstoffen, ne? Nicht übermäßig, aber doch so, dass einiges drin ist. Und wir führen organische Substanz dazu, ne? Dass wir also dann auch schöne Humusschichten bekommen. Hier könnte man dann auch eine Aussaat machen, direkt da drunter. Warte mal, ich zeig mal eben, wie viel das ist. Da sind überall Regenwürmer drin. Gucke mal. Coole Sache, ne? Richtig klasse. Das mal so nebenbei. Aber wie gesagt, so, ich sag's mal. Gemüsefilme mache ich nicht mehr, weil ich habe so viel Erfahrung. Was soll ich da noch machen? So, fehlt mir auch die Zeit für. Man könnte jetzt also tatsächlich hier eine Direktaussaat machen, ne? Das wieder zumachen. Und darunter ist es warm übrigens, also wärmer, ne? Das hält sich die Wärme. Gestern war es ja schon warm gewesen und dann hat sich das erwärmt hier drauf. Und hier unten drunter, da ist es wesentlich wärmer als jetzt hier an der Luft. Also das ist für Keimbedingungen, zum Keimen richtig klasse. So, können wir einfach mal kurz rumgehen hier, warte mal. Oh Mann, ich sage dir, du. So, hier ist unser Teich vom letzten Jahr. Da sind, oh, guck mal, die Bienen. Ja, die, oh, guck mal, ich wollte da gerade reinfassen. Das lassen wir mal lieber. Die können jetzt schön trinken und die können hier oben drauf rumlaufen. Das sind Salvinia minima. Die sind verfroren jetzt im Winter über. Ich denke mal nicht, dass sie wiederkommen. Die kommen aus dem Aquaristikbereich, also die brauchen warmes Wasser. Und hier wächst die Minze, die Wasserminze. Und bei der ist es so, die wird angefressen. Kriege ich dich mal so ab? Ne, kriege ich nicht.
die Wassermenze mal eben gucken, dass du das ablesen kannst. So, ne? Die haben wir hier in so einem Teichkorb reingepflanzt. Und die wächst jetzt hier mittlerweile schon einmal rundherum. Da hinten wächst sie auch. Aber auch hier kommen die Schnecken tatsächlich drüber gelaufen, die Nacktschnecken, und fressen die ab. Guck mal, da ist auch eine. Da, siehst du das? Da ist auch eine Nacktschnecke. Ja, ne? Also die Viecher, ich sage dir, du. Okay, also, dann gehen wir noch mal hier durch. Ja, hier werde ich einfach mal drüber mähen, wenn es trocken ist. Ja, wie gesagt, das mache ich alles leer. Kommt alles weg. Nutzen wir alles für Bonsai dieses Jahr. So, hier sind die Zwiebeln vom letzten Jahr. Die sind einfach liegen geblieben. Die dürfen vielleicht, nee, kommt alles weg. Kommt alles weg. So, hier haben wir unsere ersten Kandidaten. Das sind die Zickzackweiden. Die hatte ich mal reingesteckt hier als Steckholz, ne, um zu zeigen, wie das geht. Und hier sieht man schon, ich habe jetzt die Finger dreckig. Ich zoome mal ein bisschen. Da unten siehst du die Knospe, ja, ne? Also sie fängt schon an zu wachsen. Coole Sache, ne? Einfach in den Boden stecken. Und das kannst du, wie gesagt, auch mit Mammutbäumen machen, ne? Sequoia Dendron Giganteum. So, hier habe ich schon einiges reingeschmissen, was da überschüssig ist. Das kommt alles mit in die Erde gebuddelt. So, ja, okay. Jetzt muss ich aber erstmal die Hände sauber machen. Moment. Wir kommen jetzt nochmal hier zu unserem, ja, Karnivorenbeet mit dem Sphagnummoos. Ich nehme mal eben das Gitter runter hier. Da muss ich irgendwas anderes noch konstruieren. Ich hatte es mir erstmal drüber geschmissen, aus Zeitmangel. Und hast du nicht gesehen? Damit die Vögel das nicht rauszuppeln. Denn das machen die. Wenn die anfangen, Nester zu bauen, die holen sich das Sphagnummoos. So, dann gucken wir einmal kurz drüber hier, um vielleicht etwas zu entdecken. Ja, da. Da, pass mal auf, mittig. Tada. Da kommt eine Karnivore, das sind Drosera. Ach, jetzt habe ich den Namen nicht mehr auf dem Schirm, aber es gibt auch so viele verschiedene. Hier ist der, oh sorry, der Horst im Prinzip, wo ich ihn damals eingepflanzt habe. Ne? Da sieht man ganze viele kleine Pflanzen, die da rauskommen. Also ist schon klasse, ne, dass die also jedes Jahr wiederkommen. Das ist einmal die Rotundifolie haben wir hier drin. Ich gucke mal eben, ob ich welche sehe. Die sind nämlich mit Sicherheit noch klitzeklitzeklein. Und die andere, ich komme nicht auf den Namen. Ja, falls du es noch weißt, kannst du gerne in die Kommentare schreiben. Ja, ist halt so, bei der Vielfältigkeit, die ich so, ja, ich sag mal, mache, man kann nicht alles behalten. Das ist Ding der Unmöglichkeit. Ne? Vor allen Dingen, ich sag so, wie es ist in meinem Alter, spielt das auch nicht mehr so die ganz wichtige Rolle, kann man sagen. So, interessant ist das Sphagnummoos hier drin. Und auch das ist kräftig grün und wächst etwas schneller jetzt in die Höhe als hier außerhalb. Ne? Weil da unten ist natürlich. Ja, angenehmer, sag ich mal, ne, klimatisch bedingt für die Pflanzen, für die Moose. Und dementsprechend entwickeln die sich richtig klasse. Was ist denn das da unten? Das ist aber kein Moos. Es sieht aber auch nicht aus wie, ja, Beiunkraut in dem Sinne. Okay, wir lassen es erstmal wachsen, würde ich sagen. Nee, die Rotundifolie kann ich momentan noch nicht entdecken. Die lassen sich noch ein bisschen Zeit. Aber auch das ist eine ganz spannende Sache hier. Ne? Nur wie gesagt, die letzten Jahre wurden jedes Mal von den Vögeln alles hier rausgezuppelt. Und dieses Jahr passe ich da ein bisschen auf. Wie gesagt, ich muss da noch irgendwas konstruieren. In dem Sinn, ich versuche das mal eben wieder drüber zu ziehen hier. Jawohl. Damit die da nicht reinkommen, die Vögel. Okay. Hier werden wir die Tage auch dran gehen. Das ist die Hainbuche. Ist schön gewachsen letztes Jahr. Gut Austriebe gemacht hier. Wundverschluss, hier war ja dieser ganz große Schnitt, ne? So wie es aussieht, ist da nicht viel passiert und wäre da schon rissig gewesen. Ist aber nicht ganz so dramatisch, weil auch diese Geschichte wird noch einige Jahre dauern. Auch hier sind die Bienen überall zugange, die tanken hier Wasser und da ist auch sogar eine Nacktschnecke. Ja, die laufen hier überall rum. Holla die Waldfee, sag dir du. Und also deswegen mache ich auch kein Gemüse mehr, weil das macht keinen Sinn. Jedes Jahr der Kampf mit den Schnecken, und da gibt es echt kein Wundermittel, weil wir leben hier in der Natur, ne? Und die kommen von überall her. Immer wieder, immer wieder und immer wieder. Und da musst du wirklich mit Schneckenkorn arbeiten. Und das ist, ach nee. Da kostet das Schneckenkorn mehr Geld, als dass du dann deinen Salat ernten kannst. Also das ist Banane. Nee, nicht Banane. Aua, Salat. Ja, unsere Birne blüht dieses Jahr nicht viel. Ganz kleines bisschen nur da und hier und dort. Nur letztes Jahr hat sie enorm geblüht. Aber da wurde es ja nochmal schlagartig kalt. Und da sind alle Blüten verfroren. Und es gab keine einzige Birne. Sondern wir hoffen, dass dieses Jahr dann, dass wir, oh, die Sonne kommt, dass es dieses Jahr etwas besser wird vom Wetter, also keine Nachtfröste in dem Sinne, starke, damit wir wenigstens ein paar Birnen haben dann. Ne? Ich meine, das reicht ja, wenn da was drankommt, ist okay. Ja, hier müsste ich aber eigentlich auch nochmal schneiden, aber nicht viel. Da ist jetzt hier ein Trieb, der ist lang rausgewachsen.
Den würde ich dann nochmal zurückschneiden. Wenn keine Blütenknospen dran sind, nee, sind keine dran. Und ansonsten, ja, den Eintrieb hier, den wollte ich eigentlich noch rübergebracht haben im Bambusstab. Genauso wie den dahinterliegenden. Den hier, ne, der sollte dann nach da gehen. Ja, mal gucken. Eins nach dem anderen. Aber wichtig ist mir jetzt erstmal hier sauber zu machen, sonst habe ich nämlich keinen Bock mehr zu arbeiten, wenn ich mir das ständig angucken muss. Und das gehe ich jetzt mal langsam an. Und wenn ich noch irgendwas Interessantes finde zwischendurch, dann sage ich dir das. Säulenphositia, genau, schneiden. Die musst du immer wieder schneiden. Wir werden jetzt den ersten Rückschnitt halt machen. Ich habe es letztes Jahr ein bisschen vernachlässigt. Ja, die wunderbar wieder geblüht. Ne? Kann man jetzt nicht so wunderbar erkennen. Mache ich da eine andere Einstellung, wenn wir da dran gehen, aber nicht heute. Naja, voraussichtlich zumindest. Nur die wird dann jetzt einmal zurückgeschnitten, in Form wiedergebracht. Ne? Normalerweise hat sie die Form, weil sie wird dann regelmäßig geschnitten. Ne? Also im Prinzip beim Bonsai. Die wird immer wieder pinziert im Prinzip. Ne? Da kannst du eben jetzt mit der Heckenschere schneiden oder, ne? Aber bitte mit einer scharfen Handheckenschere, nicht mit der elektrischen oder motorbetriebenen. Weil dann zerrupfst du dir alles und das sieht nicht so doll aus. Da sollte man schon etwas filigraner arbeiten. Ja, okay. Man muss sie natürlich stützen mit dem Stab, entweder Bambus, im besten Fall sogar mit dem Eisenstab, weil der verrottet nicht in der Erde. Ne? Ansonsten muss den Bambusstab so alle, ja, Biene, alle 2, 3 Jahre mal erneuern. Ja, eher alle 3 Jahre, je nachdem, wie dick der dann auch ist, damit die Forsythie nicht umknickt. Denn die macht natürlich keinen dicken Stamm wie ein Baum, ne? Logisch. Ja, okay. Ein bisschen was habe ich schon gemacht. Ich möchte euch so ein bisschen mitnehmen. So, pass auf, da gucken wir uns den Lavendel nochmal an, wie wunderschön der zum Austreiben ist. Ne? Also wie gesagt, nach der Blüte, wenn er verblüht ist, kräftig zurückschneiden. Immer so im Prinzip, wie du vorher geschnitten hast. Ne? Und dann bleibt der schön als breiter, dicker Teppich. Ob nur im Topf oder in der Erde, spielt keine Rolle. Ne? So, aber da gibt es einen speziellen Film tatsächlich drüber. So, wie du siehst, ich habe schon ein bisschen was gemacht. Zum Glück kommt jetzt die Sonne raus. Dann kann das nämlich abtrocknen alles hier. Und dann kann ich das sauber fegen, hochnehmen, dann nochmal fegen darunter, weil manches kommt halt auch unter den Rand, weil ich habe das hier in Lagen gelegt, ne, dass das darunter eben auch nochmal wegkommt. Und bei der Birne habe ich jetzt hier oben den langen Trieb weggeschnitten und den Eintrieb hier vorne. Ne, dann ist das auch erstmal wieder okay, dass die mir nicht zu stark wächst. Bambusstäbe habe ich schon liegen hier. Die mache ich dann gleich noch dran, ne, damit wir die beiden Äste hier noch in die Waage bringen. Und ja, hier sind wir auch schon ein bisschen weiter. Bei dem Moos, Sphagnummoos, das habe ich auch ein bisschen gesäubert, damit es schicker aussieht. Und das sieht schon klasse aus, ne? Also fantastisch. Steht jetzt hier im Schatten, von daher ist es vielleicht ein bisschen dunkler. Übrigens, was ich hier vorhin drin gesehen hatte, das eine Stück da unten, ne? Das habe ich noch woanders gerade gesehen, pass mal auf. Und zwar hier bei unserem Buchsbaum, der Floßform. Und zwar da. Hoffentlich kann man es erkennen. Ich zoome mal ein bisschen näher dran. Also hier wächst das auch drin. Ja, das ist übrigens der einzige Buchsbaum, der nicht vom Buchsbaumzünsler befallen wurde. Der stand hier unten, ne, ziemlich schattig. Also da sind sie nicht dran gegangen. Tja, okay, dann kann der auf jeden Fall noch ja, erstmal bleiben. So, das Beet ist fertig, sauber. Und da ist Pfefferminz drin. Dann so ein gelber Klee, der wunderschön blüht. Und diese, ja, genau. Blümchen, ne? Wunderschöne Blümchen. Die wachsen auch drin. Hier hatten wir ja schon geguckt. Giersch darf bleiben. Hier kann man übrigens mal sehen, wie die Kokoserde sackt. Ne? Das war damals bis hier oben hingefüllt. Ne? Bis hier oben hin. Das ist alles gesackt. Also das verrottet auch mit der Zeit, mit den Jahren. Ne? Aber ist okay. So, den habe ich auch schon mal zurückgeschnitten hier. Unsere Wisteria. Und jetzt wollte ich noch was. Achso, hier. Genau. Ich habe ja diesen Draht hier. Der ist jetzt leider nicht breit genug, dass er einmal drum rum geht. Ich werde den gleich irgendwo hier auf die wahrscheinlich mittig abschneiden, einmal von der Höhe her. Wenn das mit Kabelbindern dann zusammen machen, dass ich den einmal rumlegen kann. Und obendrauf lege ich dann nochmal ein Stück irgendwas anderes, wie auch immer. Macht das auch ein bisschen fest. Und dann ist das hier geschützt, das Beet. Ne? Das ist ja bei Vögeln, ne? Muss halt solche Maßnahmen ergreifen. Ansonsten hast du nicht viel und nicht lange Freude dran. Von daher, das mal kurz mitgenommen. So, hier bei dem Beet, das muss ich noch sauber machen. Da sind Erdbeeren drin, aber ich glaube, die haben es jetzt auch hinter sich im Prinzip. Ich meine, die kommen zwar wieder, ne? Die kommen wieder, aber ja, die werden von Jahr zu Jahr kleiner. Da muss man zwischendurch mal neue setzen. Aber das ist eigentlich auch, sollte man sowieso wissen. Ne? Erdbeerbeete müssen so alle, ja, ich glaube, alle 2, nee, alle 3 Jahre, glaube ich, geräumt werden und dann mal neu angelegt werden.
Im besten Fall im Wechsel, also nicht Erdbeer auf Erdbeer pflanzen, sondern einfach mal im Wechsel. Es sei denn, du bereitest den Boden richtig gut vor, ordentlich Kompost rein und so, und dann kannst du auch wieder direkt reinpflanzen. Okay, so, also werde ich mal ein bisschen weitermachen hier, damit ich langsam vorwärts komme, denn die Sonne scheint. Wie gesagt, dann kann das hier schön abtrocknen. Die Stelzenforsythie, die gibt es auch noch. Die hatten wir mal ganz kräftig zurückgenommen, falls du dich noch daran erinnern kannst. Ne? Ich bin aber überlegen, ob ich sie dieses Jahr noch mal rauswachsen lasse. Und dass wir ja, diese Aktion dann später eben nochmal machen, damit die Wurzeln vielleicht noch ein bisschen dicker werden. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, bin ehrlich. Abwarten. Ne? Jetzt habe ich ihn erstmal gerade hier so hin platziert, damit ich mir so ein bisschen betrachten kann zwischendurch. So, und das wollte ich noch zeigen. Wir haben ja hier unsere Tonne mit dem Bergwasser. Und hier schmeiße jetzt alles rein. Töpfe, Untersetzer, alles Mögliche. Weil die sind jetzt sowieso nass. Und wenn sie trocken werden, kriegt man die schlecht sauber. Und von da bleiben die im Wasser liegen, bis ich Zeit finde, die sauber zu machen. Okay. Das steht auch noch auf der Agenda heute. Zumindest versuche ich es. Eins nach dem anderen, ne? Wildbienen, also die haben sich so heftig vermehrt bei uns hier. Also ja, die finden nicht mehr wirklich viel Platz. Und langsam ist hier enormes Gedränge. Von daher muss ich da heute was machen. Gibt es verschiedenste Möglichkeiten, auch do it yourself, eben mal ganz schnell. Und ich glaube, das machen wir nachher auch ganz schnell mal eben, damit wir hier ja noch mehr Wildbienen ja, produzieren. Wie kann man das sagen? Ne? Züchten. Ja, wir züchten Wildbienen. Okay. Das hat jetzt ein bisschen aufgehalten. Ah, ja, ist so. Ne? Bis du das drum gefummelt hast mit Rad, ist immer so eine Sache. Gucken, ob wir das so sehen können. Ja, kann man, ne? Also ich habe es jetzt halbiert, genau die Hälfte. Muss einfach nur zusammenlegen, ein bisschen knicken die Mitte und dann hast du die Hälfte, ne? So, das habe ich jetzt erstmal hier so drum gelegt. Da muss jetzt aber noch was oben drüber. Weil ansonsten fliegen die Vögel da rein und holen sich, was sie brauchen. Das werde ich noch richtig festmachen mit Kabelbindern und so. Ich habe es erstmal provisorisch gemacht und jetzt habe ich hier noch ein bisschen Kanickeldraht. Das werde ich dann noch zurechtschneiden und dann da drüber packen. Allerdings, besser wäre es natürlich, wenn ich den grün hätte, weil das sieht irgendwie hübscher aus. Ne? Ist so. Ja, okay. Aber das muss ich jetzt erstmal so herhalten. Denn ich kaufe jetzt nicht eine extra Rolle Draht, bloß für das kleine Stück hier. Ja, okay. Mache ich aber erst, wenn ich die Kabelbinder dran habe. So, hier habe ich jetzt ein bisschen weitergemacht. Das sieht schon mal ganz gut aus. So langsam haben wir richtig Platz bekommen, muss ich sagen. Ja, am liebsten würde ich die Töpfe alle weglassen, damit man hier besser arbeiten kann. Aber ich habe eben nur die Fläche zur Verfügung. Ist so, ne? So groß ist unser Garten gar nicht. Ich brauch's gar nicht denken. So, da komme ich gleich zu. Das hier, kennst du das noch? Das sind Lonizera, Litida. Und zwar haben wir damals mal vor zwei oder drei Jahren Stecklinge gemeinsam gemacht. Habe ich euch das mal gezeigt, wie das geht. Dann habe ich den Kasten dahingestellt und seitdem steht er da. Seitdem steht er da mit den Stecklingen drin. Ja, krass. Der muss jetzt allerdings weg. Ich will mal gucken, ob ich das jetzt so hinbekomme. Wahrscheinlich nicht. Der wird wohl eingewurzelt sein. Oh, jetzt habe ich tatsächlich den Rand abgebrochen. Ja, das war jetzt nicht so dolle. Jetzt habe ich mich auch noch geschnitten dabei. Oh, nee, ne? Ja, das toll. Wie sagt man so schön? Bisschen Verlust ist überall, ne? Och, Menno. So, aber das ging jetzt doch recht gut, muss ich sagen. Ich packe das ganze Ding am Schopf hier. So, komm mal mit. Ja, so sieht das jetzt aus. Mann, okay. Ja, was ich damit mache, weiß ich nicht, weil ich wollte euch nur zeigen, wie es geht. So, und das ist jetzt heraus geworden. Weiß Bescheid, ne? Ja, interessant, dass der das gepackt hat. Oder die Pflanzen das gepackt haben, ne? Wurden ab und zu im Sommer mitgegossen, klar. Aber ansonsten, ja, okay. Ne, die holen sich dann halt Wasser auch hier aus dem Boden. Ja, was heißt Boden? Hier sind Pflastersteine drunter. Wurzeln da auch ein. Ne? Und dann ja, holen die sich das, was sie brauchen. Guck, die sind auch hier in die Folie schon eingewachsen. Dann tatsächlich die neuen Triebe, die hier rausgewachsen sind. Mal gucken, ob ich die jetzt so abkriege. Ja, die kriegen aber so abgezogen. Okay, so. Ja, hier muss ich sowieso noch richtig dran. Wie gesagt, muss ich mal freilegen, damit das schön abtrocknen kann. So, ich kann jetzt aber nicht aus jedem einen Steckling machen. Das kann ich nicht machen. Das wird mir zu viel. Ne? Wir haben schon genug davon. Ja, okay. Dann mache ich jetzt mal in Ruhe weiter. Dass auch die vertrocknete Weide da hinten mal wegkommt. Wenn man so zugange ist, ja, dann fällt einem dies ein, dann macht man erst dieses wieder, macht man jenes wieder. Ich habe ja schon mal ein paar Routen abgeschnitten. Was, wieso, zeige ich dir gleich. Aber ich hatte das Ganze gefilmt, allerdings vergessen, auf das Mikro anzumachen. So ist das, wenn man es ständig ausmacht. So, wir gucken noch mal kurz hier rein bei den Lonizera-Stecklingen. Ne, also ist ein schöner Wald geworden. Ne, hier das Steckling ist noch am Wachsen.
ist wieder so eine, ne, Entscheidungsfindung. Weg oder nicht weg oder macht man noch was oder wie auch immer. Ach, ich weiß nicht, ich habe jetzt auch keine Idee, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil die auseinanderzuzuppeln, das funktioniert nicht. Also, ne, könnte man jetzt irgendwo einfach aus der Schale nehmen und die irgendwo ins Beet stellen. Brauchst nicht mal einpflanzen. Einfach ins Beet stellen und dann ein bisschen gießen und dann lass mal wachsen. Okay, also, die Ruten, die hier liegen, die kommen von der Forsythie. Also Stelzenforsythie, da wusste ich damals nicht so recht, ob ich sie behalte oder nicht. Und dann habe ich sie einfach hier ins Beet gestellt und da ist sie reingewachsen. Und die brauche ich auch nicht gießen oder so, die versorgt sich hier von ganz alleine. Die ist hier schon innen drin verwurzelt, die holt sich das, was sie braucht. Und von daher, okay, lasse ich sie auch dieses Jahr erst nochmal stehen, kann dann nochmal kräftig rauswachsen. Mal gucken, ob das vielleicht nochmal irgendwas Interessantes wird im Laufe der Zeit. So, die Säulenforsythie. Okay, pass mal auf. Hier ist so, die müssen wir mal verjüngen. Ja, die ist schon, ja, doch schon ein paar Jährchen alt. Hier ist auch eine Menge Totholz mittlerweile drin. Ne? Das ist aber ganz normal übrigens, dass das von innen irgendwann mal, ja, verkahlt. Ne? Dann schmeißen die einfach mal die Äste weg, weil sie die gar nicht brauchen. Wir werden sie verjüngen. Das machen wir gleich gemeinsam. Ich kann dir nämlich schon mal zeigen, da macht sie das von ganz alleine schon. Ne? Die treibt da aus. Und von daher machen wir einen radikalen Schnitt heute. Das werden wir auf jeden Fall gemeinsam machen. Ja, okay. Ich glaube, das machen wir jetzt auch sofort. Bevor ich nachher platt bin und dann, ja, ich sag's mal so, nicht mehr so richtig kann. Die Lonicera würde ich in dem Zuge auch zurückschneiden hier, dass man mal sehen kann, was das eigentlich ist oder mal wiedersehen kann. Was mir nicht gefällt, ist der Topf, weil der weiß ist und beim Filmen sticht der immer voll ins Auge. Das ist nicht so der Burner. Also ich würde ihn am liebsten aus dem Topf rausholen, aber das machen wir heute nicht. Ne? Mal gucken, ich schneide ihn erstmal gleich zurück zu dem Buchsbaum. Der ist schon recht hoch geworden. Wir dürfen eins nicht vergessen, Buchsbäume sind tatsächlich Bäume. Ne, sind also nicht von Natur aus kugelig gewachsen oder pyramidal oder als niedrige Hecke oder so. Ja, je nach Sorte. Es gibt auch schwach wachsende Sorten, aber auch die sind nicht als Hecken gewachsen, sondern das machen wir durch Schnittmaßnahmen. So, das Ding wächst nach oben und auch hier ist der Buchsbaumzinsler dran drin. Die werden wir jetzt wahrscheinlich nicht sehen, weil die können sich gut verstecken. So wie hier zum Beispiel. Da sitzt einer drin, aber wie gesagt, den kannst du jetzt nicht sehen. Ich kann ja mal das Blatt ein bisschen, aber jetzt hat man natürlich Schatten hier. Doch, jetzt können wir ihn sehen. Da sitzt er drin, da. Ich kann jetzt leider nicht zoomen. Ne? Und die fressen halt die Blätter. Und ja, das heißt im Klartext, wenn sie alles abfressen, dann stirbt er. Es sei denn, macht einen radikalen Rückschnitt übrigens, das geht. Ne? Gut, nur ist aber so, er ist recht groß. Ich glaube nicht, dass die das schaffen, den ganzen Baum kahl zu fressen. Das heißt also, ich vermute mal, dass im oberen Bereich das einfach weiter wächst und im unteren Bereich, ja gut, da schnabulieren sie alles weg und das ist auch eigentlich in der Natur vollkommen egal, weil wo kein Licht hinkommt, da wächst ja auch nichts, ne, als Baum, nicht vergessen. Von daher, ja, mal gucken, ob das sich so, ja, zeigt, wie ich mir das so vorstelle, vermute zumindest. Von daher, das können wir beobachten. Ne? Wir haben den Zünsler drin, den Buchsbaumzünsler und ich werde auch nicht spritzen oder whatever. Ey, das ist nicht so mein Ding. Das mache ich sowieso nie. Von daher, ne, Nature is Nature. Was wird, wird nicht. Was wird, wird. Was wird, nicht wird, wird nicht. Und das muss man einfach dann so hinnehmen. Ist halt so. Ne? So, okay. Dann würde ich sagen, machen wir das Schätzchen jetzt mal eben fertig hier. Naja, ich zeige euch so ein paar Details. Ich hole das Schätzchen mal ein bisschen näher ran. Ja, damit wir da in dem Sinne, boah, Alter Schwede, ist ja schwer. Er ist gut nass, es hat ja geregnet gehabt. Mal gucken, ob wir den jetzt ganz im Bild haben. Wahrscheinlich nicht, aber auch egal. So, ja, wie gesagt, Verjüngungsschnitt. So, jetzt habe ich endlich Platz hier zum Arbeiten. Da kann man auch mal drum rumgehen und so. Aber es nutzt nichts, ich muss meine Pflanzen hier wieder hinstellen. Wo soll ich sie sonst hinstellen? Ich kann sie schlecht aufs Dach stellen. Ne? Aber okay. So, ich stehe jetzt gerade ein bisschen schief. Und dann gucken wir uns mal im Detail an, was ich da bei einem radikalen mal wieder Rückschnitt mache. Verjüngungsschnitt jetzt in dem Sinne für die Säule. Dürfen wir nicht vergessen. Ne? Und das gehen wir jetzt gemeinsam an. Tadam, tam, tam. Wir fangen jetzt im oberen Bereich an. So, hier sind auch ein paar dickere Äste. Das sind so welche, die ja halt rausgewachsen sind, dann neben dem Hauptast dann hergewachsen sind. Da fange ich am besten an und schneide die erstmal raus hier. Jetzt kann ich noch alles hinschmeißen, weil ne, ist so. So, auch hier hängen lauter Schnecken dran. Och, Menno. Ja, nu, wenn es nass ist, die klettert auch. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8, du meine Güte. Jede Menge. Pass auf, ich werde ihn auch ein bisschen kürzen, denn der ist mir auch schon zu hoch geworden. So. Kürzen wir den ein bisschen ein. Kann man das eigentlich noch sehen? Auch mit dem Display, das ist so eine Sache. Pass auf, wir gehen bis hier ungefähr. Ja, bis hier ungefähr. So, gut, dann schneiden wir den hier auch nochmal zurück.
Ich achte jetzt nicht drauf, was tot ist oder nicht tot ist, sondern ich schneide einfach alles komplett zurück hier. Ne? Und dann regen wir ihn einfach zum Neuaustrieb an. Ja, du siehst, es ja, ist dann hinterher kahl, aber manchmal ist es besser, eine radikale Maßnahme zu machen, wenn es nicht mehr so richtig läuft. Funktioniert in dem Sinne. Einmal rumgehen, kann man das noch sehen? Ja, ne? So ein bisschen. So, und siehst du auch, also das Ding ist nicht gerade gewachsen. Der war damals bis hier tatsächlich auf der Höhe, ne? Und ist so ein Nebenast gewachsen. Aber ist egal, das spielt nicht die Rolle, denn er wächst ja wieder raus. So, und ich glaube, dann gehen wir auch schon mal wieder eine Etage tiefer. Es geht weiter. So, hier haben wir auch einen dicken Ast, den schneiden wir schon mal raus hier. Muss man eben gucken, bis wo wir gucken können. Also bis hier, no, das passt dann. Das passt, so. Oh, die Bienen, die schwirren ständig um meine Ohren rum. Ständig. So, wie gesagt, ich achte jetzt nicht drauf, was tot ist oder nicht. Ich schneide einfach alles zurück. Ne? Und dann regen wir das ganze Schätzchen zum Neuaustrieb an. Den treiben auch gerne aus dem alten Holz raus. Und von daher ist das eben in dem Sinne nicht so summ, nicht so schwierig, das wirklich radikal anzugehen. Ja, und nochmal tiefer. Ich muss just gucken, bis wo wir schneiden können. Also wir schneiden auch ziemlich nah an den Stämmen, ne? Also nicht ganz weit, guck, da hängt auch wieder eine Schnecke, nicht ganz weit weg, sondern es soll aus dem alten Holz wieder austreiben, das Ganze. Ne? So, hier kommt auch eine lange, dünne Stange, kann man die noch sehen? Ja, ne? Die kommt von weit unten, also die schneide ich noch nicht, könnte ich auch schneiden, aber ich will dir gleich zeigen, wie das da aussieht. So, einmal im hinteren Bereich kannst du jetzt nichts sehen, aber ich will das Ding jetzt auch nicht hin und her drehen hier oder so. So, ich glaube, dann sind wir schon wieder. Genau, wir sind schon wieder tiefer. Also siehst du, der Rückschnitt selber ist einfacher, ne, tatsächlich, als wenn wir das Ganze in Form schneiden. Ne? So, ich kann das jetzt ruhig hier rundherum einfach mal runterschmeißen. Ja, Ziel ist jetzt nicht unbedingt, dass er aus den Ästen hier austreibt, sondern aus dem alten Holz. Aus dem alten Holz. Das ist so das Ziel, was ich jetzt habe bei den Bäumchen, damit wir ihn halt verjüngen können. Ne? Das habe ich jetzt schon ein paar Mal erzählt. Ne? Ja, ich weiß dann auch nicht mehr, was ich noch erzählen soll. Ist so, ne? Ist ja jetzt eigentlich bei jedem Schritt dasselbe. So, wir können schon wieder eine Etage tiefer gehen. Gut, jetzt kommen hier von unten ganz viele Äste auch gewachsen. Die muss ich jetzt schon mal pauschal mit wegschneiden. Ja, also ich habe lange überlegt. Nein, habe ich nicht. Das war jetzt gerade eine spontane Entscheidung. Also im Prinzip, was lassen wir hier stehen? So 3 Zentimeter ungefähr, ne? Mehr nicht. So, jetzt sind wir schon hier. Also gehen wir noch tiefer. Jetzt kommen wir so langsam ans Eingemachte, denn hier unten sind die meisten Äste. Das ist normal übrigens. Ne? Deswegen sollte man unten doch radikal schneiden. Ich habe es irgendwann so ein bisschen vernachlässigt, bin ich ganz ehrlich. Aber ich schneide den Kram hier mal so ein bisschen runter, damit man noch was sehen kann hier. Also das kommt alles von unten gewachsen. Ja, deswegen schön schlank halten von auch unten, ne? Das ist schon ganz wichtig. Ansonsten, wie gesagt, wächst alles von unten nach oben und oben wird das Ganze vernachlässigt irgendwann, weil es ist ja eigentlich ein Strauch, ne? Es ist ja kein Baum. Da dürfen wir nicht vergessen, ne? Also da werde ich das nächste Mal dann doch besser darauf achten, ihn wirklich wieder schlanker zu halten. Ne, jetzt kommt also alles, was hier so ist, das kommt alles von unten gewachsen. Das ist alles von unten aus dem Topf. Und jetzt kommt das, was ich vorhin sagte. Alles hier ist von unten aus dem Topf gewachsen. Das ist auch alles bewurzelt, also ich kann es abschneiden, mehr nicht, ne? Und muss immer wieder abschneiden dann später. Weil bewurzelt ist bewurzelt, ne? Das ist halt so. Von daher schneiden wir das bodennah ab, das Ganze hier, was aus dem Topf herausgewachsen kommt, damit die Pflanze, ja, die Fossilie sich halt dann nach oben die Kraft schicken kann. Ne? Und das müssen wir jetzt auch immer wieder abschneiden, ne? Nicht rauswachsen lassen wieder, weil sonst vernachlässigt die Pflanze insgesamt den Stiel nach oben. Weil es ist ja kein Stamm, es ist ein Strauch, das dürfen wir nicht vergessen. Ne? Und irgendwann vernachlässigt der das Ganze einfach und das ist dann ja halt nicht so schön. Ne? Das wollen wir nicht. So, okay. Ich glaube, jetzt kann man auch schon so ein bisschen mehr erkennen hier. So ein bisschen. So. Oh, das ist aber auch... Hä? Da hätte ich doch mal radikal ein paar Mal schneiden sollen. So mal, es kann sein, ich muss das nicht jetzt... Das ist richtig nicht... Oh, ich habe Hunger. Dass ich das nicht richtig... Abschneide hier unten, das schneide ich nachher nach. Ne? Ich mache es jetzt einfach mal justus pauschal. Weil ich muss mal just gleich was essen. Ey. Holla, die Waldfee. Also damit habe ich jetzt auch nicht gerechnet, dass das so warm wieder wird. So, jetzt müssten wir eigentlich fast alles haben. Da hinten noch einen dicken. So, alter Schwede, ich sage dir so. So, kommen wir langsam ans Ziel.
So, jetzt haben wir hier noch einen und jetzt haben wir noch einen. Ja, da muss ich nochmal nachschneiden. Warte mal, das muss ich anders machen. Da muss ich von unten nochmal dran hier. So, den nochmal ein bisschen nachschneiden hier. Und den auch radikal richtig kleinen Stummel stehen lassen. Gut, ist so, das ist alles trocken hier schon. Ja, also das hat hier, ist alles komplett vernachlässigt worden. Alles komplett vernachlässigt worden. Oh, das ist trocken hier. Weil der halt von unten die Kraft schickt, ne? Aus den ganzen Nebenästen, Seitenästen, die halt bewurzelt sind im Topf. Und die, nun ja, dann ist halt bei der Pflanze, bei der Forsythie so, dass sie halt den einen irgendwann vernachlässigt, vergreisen lässt. Ne? Gut, jetzt haben wir einen radikal geschnitten. Das war jetzt ein Verjüngungsschnitt. Ne? Ja, muss auch mal sein, nutzt alle nichts. Ne? Okay, nutzt alle nichts. Ich gehe erstmal in die Pause. Aber ich packe erst die Äste noch weg. So, also, jetzt haben wir eine schlanke Säule und können gemeinsam erleben, wie das Ganze sich dann jetzt entwickeln wird. Hier oben ist noch so eine Stelle, die schneide ich auch noch zurück, weil das so ja, nach außen wächst. Das sieht nicht so doll aus. Und ja, man kann es nicht lassen. Ne? Man schneidet doch dann hier und da noch was weg. So, also, dann darf er sich wieder weiterentwickeln. Ich glaube, den kann ich auch schon zurück... Nee, kann ich nicht, weil ich muss ja die Folie noch hochheben. Wir sehen uns gleich wieder. Ja, gibt Luft hier, ne? Muss mal sein zwischendurch. Wir sind wieder einen Schritt weiter. Ich habe mich jetzt erstmal um unser Karnivorenbeet hier gekümmert. Jetzt kann man das auch mal besser sehen. Ich habe jetzt ja, den Draht einmal Hälfte durch und dann habe ich den hier mit Kabelbindern halt festgemacht. Ich denke, man kann es einigermaßen sehen. Ne? Die zwei Hälften halt zusammengebunden. Und jetzt stehe ich natürlich vor dem Problem, was mache ich hier oben drauf? Da muss ja was auch drauf, was jetzt in dem Sinne ja, Licht durchlässt. Ne? Aber das sieht schon klasse aus, das Moos. Also ich glaube, da gehen wir mal in die Vermehrung. Dolle Sache, auf jeden Fall. So, ich hatte erst hier so ein Karnickeldraht, aber da piekst man sich überall an allen Seiten und das ist, das tut immer weh, wenn du dran gehst. Nicht so der Burner, ne? Und ich möchte jetzt auch nicht, wenn die Vögel da dran gehen, dass sie sich unbedingt wehtun. Das muss auch nicht sein. Also, machen wir da, ich versuche es, eine Tasche von. Wie zeige ich dir gleich? Zumindest ist das so die Idee. Ob es klappt, weiß ich nicht. Aber werden wir gleich sehen. Die Gießkanne ist putt. Und das habe ich nicht gesehen. Und taucht das Ding so in die Regentonne, hebt das hoch. Ja, und kannst du dir vorstellen, was dann passiert ist? Genau, da ist mir das Wasser am T-Shirt, die Hose runtergelaufen. So, also, ich habe jetzt die Idee, dass ich hier eine Tasche von mache. Ne? Also unten offen, das ist halt eine umgedrehte Tasche im Prinzip. Ich werde jetzt auch den Bonsai-Draht nehmen, also den Aluminiumdraht, und den hier dran machen, weil den kann ich mal eben schnell wieder abnehmen, wenn ich hier dran möchte. Das ist so die Idee. Ob das jetzt so funktioniert, ich weiß es nicht. Ich versuche es einfach. Aber so wie es aussieht, scheint das zu klappen. Weil das wäre jetzt die einfachste Variante. Es sieht jetzt nicht so hübsch aus, aber es ist erstmal, damit unser Sphagnummoos hier geschützt wird. Denn ansonsten rupfen die Vögel echt alles raus. Und das ist echt nicht der Hammer. Ne? Macht man sich so eine Arbeit und guckt, dass man das zu Gange kriegt und möchte wissen, wie man Sphagnummoos wachsen lassen kann draußen und so weiter und so fort. Und wir sehen, es klappt also mit Topf, Untersetzer, Untersetzer, immer Wasser drin, dann klappt das. Übrigens kein Leitungswasser, ne? Logischerweise. Wenn denn nur wirklich Regenwasser. Ne? Wenn du kein Regenwasser hast, kannst auch destilliertes Wasser nehmen, bitte ohne Dünger. Ne? Also hier braucht wirklich nicht gedüngt werden draußen. Hier kommt ausreichend rein, ich sag's mal so, aus der Luft, ne? Von Pollen, Verunreinigung in der Luft, Staub, und hast du nicht gesehen, das ist vollkommen ausreichend draußen. Ne? Im Haus haben wir das nicht, aber draußen ist das okay und vor allen Dingen aus der Sonne raus. Ansonsten trocknet die Oberfläche viel zu schnell ab. Ne? Also auch hier besser absonnig stellen und ich muss den jetzt allerdings irgendwie schützen, weil ich muss hier gleich sauber machen. Also, ne? Besser nicht in die Sonne, dann trocknen die Köpfchen ganz schnell ab. Wir haben jetzt, naja, ich, nicht wir, aber du bist dabei. Ich habe jetzt hier einen Bambusstab lang einfach dran hergelegt und habe die beiden Seitenäste hier dran festgemacht. Bitte nicht stramm ziehen, ne, denn die Äste werden ja auch dicker. Und mal kontrollieren, ist auch ganz wichtig, ne, logischerweise. So, jetzt steht er im Topf, wenn Wind kommt, hu, pum, fällt das Ding um. Jetzt habe ich letztes Jahr hier schon eine Bambusstange dran gemacht, damit er Gegendruck hat, damit er nicht mehr umfällt. Hat sogar geklappt. Aber ich mache es jetzt doch ein bisschen fester. Ich habe jetzt hier schon mal eine Bambusstange reingesteckt und habe die Bambusstange an der Bambusstange festgemacht. Ne? Und das machen wir auf der anderen Seite jetzt auch.
Da der Wind genau, ich sag's mal so, daher kommt, wo du jetzt sitzt, ne, muss ich das halt gegenüberliegend machen und werde hier einfach mal versuchen, den Bambusstab in den Boden zu stecken. Ich hoffe, es gelingt mir. Manchmal ist nämlich dann Stein oder so, ne, oder der Lehm ist zu hart, aber es hat ja viel geregnet. Eigentlich sollte das gut gehen. Jawohl. Okay, jetzt steht er zwar schief, aber egal. So ist das dann, da machst du nichts. Ist nicht so schlimm. So. Dann machen wir den einfach fest. Allerdings, wie gesagt, nicht am Ast, sondern hier dann dementsprechend an einem Bambusstab. Jetzt komme ich da leider nicht so wirklich durch. Ich versuche es mal, denn hier oben habe ich schon zwei Bambusstäbe übereinander. Ja, ich komme durch, doch. Geht doch wunderbar. Ja, wofür so Kabelbinder nicht alles gut sind, ne? Richtig klasse Sache. So, hier dürfen wir auch festziehen, logischerweise, ne? So, ja, siehst du wohl, jetzt zieht er sich gerade bei. So, eigentlich müsste ich noch eine in der Tasche haben. Jawohl, ist nicht rausgefallen. So, auch hier nur an der Bambusstange, also nicht an dem. Einmal Kopf nehmen, einmal gegenhalten. Hat er eine Stange vom Koppe? Sache dir, hat er eine Stange vom Koppe? Geht doch gar nicht. Doch, geht. Siehst du doch, dass das geht. So, siehst du wohl. Zack, bumm, fertig. Ne? Und schon steht er hier stabil. Kann sich noch bewegen, aber fällt eben nicht mehr um. Ja, okay, siehst du wohl. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Aber diese Kleinigkeiten, boah, die halten auf. Ist so, ne? Und da, aber ist egal, ist schön muckelig heute, also richtig herrlich. So, das hätten wir fertig. Das Beet ist fertig mit dem Sphagnummoos und den Karnivoren. Die Forsythiensäule ist geschnitten. Ich bin noch am Saubermachen. Wenn ich mir jetzt den Mammutbaum angucke, würde ich den auch ganz gerne schneiden. Würde ich, aber weißt du was, ich kann ihn noch als Sichtschutz nehmen. Nee, das lassen wir noch. Wir sind mal kurz drin hier, denn auch da geht's weiter. Denn ich brauche Kokoserde jetzt die Tage. Und die bereiten wir jetzt schon mal vor. Dann habe ich das später schon mal fertig. In der Beschreibung steht hier 4 Liter Wasser dazu. Das ist zu viel, kann ich jetzt schon mal verraten. Wissen wir eigentlich auch schon, ne? Ich gebe so ungefähr 2,5 bis 3 Liter pro Block. Erstmal 2,5 Liter pro Block, ne? Und nachgießen kann man immer noch. Von daher, dann kann das hier in Ruhe drin aufquellen. Wir fliegen da nicht sonst was rein oder wie, ne? Oder keine Bienen, oder hast du nicht gesehen, ne? Ganz wichtig, die müssen da jetzt nicht unbedingt drin rumtouren. So, dann haben wir das schon mal vorbereitet. So langsam, ja, so langsam. Jetzt, hör mal auf, ich wollte eigentlich jetzt anfangen zu düngen. Aber, mach mal auf, ich zeig mal, was ich jetzt gemacht habe. Wir nehmen mal kurz einen Karton mit, warum, sage ich dir gleich. Also, die Ecke ist jetzt fertig. Ich habe den Baum abgeschnitten hier erstmal. Der kommt dann irgendwo hin, erstmal trocken gestellt, damit ja, die Brennnesseln und so vertrocknen können. Ne? Also nicht auf Erde, sondern irgendwo draufstellen. So, das dazu, das wäre fertig in dem Sinne. Gut, hier muss ich jetzt gleich noch klar Schiff machen. Da hinten habe ich die Hochbeete schon mal fertig gemacht und hier steht er im Schatten. Ne? Und da hat sich jetzt etwas gezeigt, wo ich jetzt mal eben schnell reagieren muss. Guck mal, sieht auch schön aus, ne? Wirklich schön. So, also die Hochbeete habe ich mal eben just leer gemacht. Da war ja nicht viel. Auch im Beikraut war da so gut wie gar nichts. So ein kleines bisschen hier und da mal, aber nicht wirklich viel. So, das ist also bis dahin komplett fertig. So, warum brauche ich den Karton? Hör mal auf. Können wir dich sehen? Da ist eine Kröte. Ja, die sitzt hier mal im Hochbeet. Ne? Die hat hier aber nichts zu suchen. Ja, weil ich habe hier keinen, ja, guten kleinen Teich habe ich, aber da kann die, glaube ich, nicht wirklich was mit anfangen. Das heißt, ich muss sie jetzt irgendwo hinbringen, ja, wo ein Teich ist oder irgendwie sowas in der Richtung. Das heißt, ich werde ihn jetzt erstmal in den Karton setzen. So. Ja, und dann nehme ich den jetzt mal mit und bringe den irgendwo hin. Weil es scheint auch, ich weiß nicht, ob das wirklich so ist, ich sehe gerade im Display nichts, das Tier ist ziemlich dick, könnte ein Weibchen sein. Also, mal zumachen ein bisschen und dann nehme ich den jetzt mit und bringe den erstmal irgendwo hin. Das ist mir jetzt dann doch wichtiger. Habe ich auf Play gedrückt? Ja, genau. Weil nochmal kann ich das jetzt nicht wiederholen. So, okay, dann nehme ich den mit und ja, bringe ihn erstmal zu einem Teich. So, und wie gesagt, dieses Jahr gibt es kein Gemüse, weil ich habe die Faxen dicke damit. Das ist jedes Mal immer eine Katastrophe und jedes Mal Schneckenkorn irgendwie verteilen. Habe ich keinen Bock drauf. Gut, der Schnittlauch, der kann da bleiben. Und dann haben wir jetzt für Projekte, für Bonsai dementsprechend was. Okay. Okay, hier steht übrigens eine schöne Kastanie. Da könnte ich auch noch mal gucken gehen gleich. So nebenbei. Oh, ich sag's dir. Hier wird es ein bisschen kühler, weil hier ist ein Bach.
Aber nicht nur ein Bach, hier war auch mal, naja, aber scheinbar haben sie das umgebaut. Ich muss mal eben gucken, wie das jetzt aussieht hier, weil hier waren damals Forellenteiche. Jo, das haben sie komplett umgebaut. Ach du meine Güte, die Teiche sind weg. Was mache ich denn jetzt? Ich kann den doch nicht hier in den Bach aussetzen. Macht ja nicht wirklich Sinn, ne? Wie sieht das denn hier aus? Nee. Ach du meine Güte. Da haben die einfach mal die Teiche weggemacht hier. Ja, toll. Kannst du dich hinsetzen? Ist schön hier, auf jeden Fall, ne? Da hinten kannst du dich auch hinsetzen. Ach, das ist jetzt aber eine schöne Insel. Was machen wir jetzt mit dem Schätzchen hier? Den kann man doch nicht im Bach aussetzen. Der schwimmt doch weg. Was mache ich denn jetzt? Ja, das ist jetzt ein bisschen dumm gelaufen, würde ich sagen. Aber das wäre so die einzige Möglichkeit hier in der Nähe gewesen. Wir haben zwar noch ein Teichchen, aber das ist ein Fischteich. Da bringt ja auch nichts. Da muss ich mir mal Gedanken machen. Ja, jetzt stehe ich wie Ochs vom Berge. Tolle Sache. Na, supi. Was mache ich denn nun? Ich muss mal überlegen, Richtung Lemgo ist noch ein Teich. Da stehen auch Krötenzäune. Das wäre noch eine Möglichkeit. Da muss ich zwar etwas weiter fahren. Aber ich glaube, das sollte man in Kauf nehmen. Ne? Das ist jetzt wichtiger, als ja, im Garten weiter zu filmen. Naja, okay. Dann mache ich mal just die Kamera aus. Und dann gucke ich mal, dass wir den woanders aussetzen. Weil hier hat das echt keinen Sinn. So schön wie das hier ist, muss ich sagen. Das haben sie ganz toll gemacht. Aber nun ja. Die Teiche sind leider weg. Wobei, das waren Forellenteiche, also von daher. Aber es waren schon lange keine Forellen mehr drin gewesen. Nun ja. Wenn wir schon mal hier sind, mal auf, den stelle ich erstmal in Schatten hier. Komm, nur einmal in Schatten, aber hau mir nicht ab hier. Ne? Schön drin bleiben. Dann gucken wir mal, wie das hier aussieht unter der Kastanie. Denn die Bäume werden unter Kastanien, kann ich mich hier hinsetzen? Ja. Die Bäume oder Sämlinge, die werden unter Kastanien nicht groß. Warum? Ja, ich muss mal gucken, ich muss den Boden mal testen. Ich habe die Vermutung, dass, guck mal, ist das nicht hübsch? Direkt auf Augenhöhe. Ach, herrlich, ne? Gehen die Blütenknospen bald auf, überall. Dass der Baum vom Laub her irgendwelche Stoffe abgibt, die die Sämlinge daran hindern, wirklich gut wachsen zu können. Klar, es ist auch schattiert im Sommer, logischerweise, ne? Aber ich will mal eben gucken, denn da, wo ich die anderen jetzt her habe, da war es so, dass die ganz locker in der Erde saßen. Also nicht wirklich, ja, eine Feinverzweigung machen konnten an Wurzeln. Und die hier drin stehen, die stehen auch schon längere Zeit drin. Es ist ja nicht so, dass das Einjährige sind. Die werden auch abgefressen, sehe ich gerade, von den Rehen. Ja, siehst du, das meine ich nämlich, ne? So, ja. Ist jetzt nicht wirklich viel. Oder die, ach, guck mal, da ist ja gar nichts. Oder werden die einfach abgeknabbert? Ja, das ist ja ein Ding. Hier ist ein bisschen Wurzel, aber doch Matschepampe. Ja. Okay. Interessante Sache auf jeden Fall. Ich dachte, hier könnte ich mal ein bisschen was mitnehmen, aber das ist ja nur gar nichts. Das ist überhaupt gar nichts, nichts, nichts. Ja, okay. Schade, denn hier stehen jede Menge. Aber mit dem Kram kannst du echt nichts machen. Das ist echt nicht der Burner. Das sind einfach nur so dünne Stangen, sind das. Mehr ist das nicht. Guck, zack, bumm. Da ist gar nichts. Das ist, ja. Okay. Nehmen wir erstmal so mit, würde ich sagen. Bäumchen. Das Stückchen hier neben dem Baum, da ist fließend Bach lang, ist sehr matschig. Matschig, hier steht eine Kastanie, die ist fest, die kriege ich nicht gezogen. Die steht nicht mehr unterm Baum. Ja, sorry, ich habe jetzt über Kopf geredet. Also hier ist der Traufenbereich vorbei und da wächst sie, obwohl sie auch nass steht. Ich gucke mal, ob ich noch woanders einen finde. Nicht wirklich. Auch interessant, ne? Ja gut, hier wird natürlich auch gemäht, einmal im Jahr, glaube ich. Und von daher, ja, werden die halt mit abgemäht. Nee, ich sehe keinen anderen mehr. Schade, sonst hätte ich vielleicht noch mal einen zweiten gebraucht, um ja wirklich das Matschtier sagen zu können, dass es tatsächlich ist. Die stehen alle zu nah hier im Baum. Wobei, eigentlich, ja, die stehen im Traufenbereich. Warte mal, hier ist noch einer. Da. Jo, der ist auch fest. Richtig fest. Und das ist typisch für Kastanien. Oh, guck mal. Der ist abgefressen. Also der ist definitiv abgefressen hier. Ja, okay. Werden hier wohl auch irgendwelche Tiere, der sitzt auch fest hier. Ja, der sitzt fest. Also im Traufenbereich ist okay. Nur unten drunter eben nicht.
Da muss das wohl doch was mit dem Laub zu tun haben. Nun ja, nehmen wir erstmal so mit. Mal gucken, wie sich das hier irgendwann nochmal zeigt. Schade, Kastanien kann man jetzt nicht mehr sammeln. Ich habe es im Herbst leider verpasst, aber okay. So, jetzt kümmern wir uns erstmal um unser Krötlein. So ist das im Leben, ne? Wenn du jetzt ein Tier dabei hast, du kannst das ja nicht irgendwo am Straßenrand aussetzen, das geht nicht. Ich will mal gucken, wie ich das jetzt hinbekomme. Meine Frau wird allerdings wahrscheinlich denken, wo ist denn mein Kerl abgeblieben? Ich hoffe mal, die merkt das nicht, ansonsten macht sich Sorgen. Da oben ist ein Berg und über diesen Berg, also ich fahre hier einmal die Straße rum, über diesen Berg Serpentin wieder runter und da irgendwo hinter dem Berg, da ist noch ein Teich und da stehen auch diese Krötenzäune und ich denke mal, da setzen wir das Schätzchen aus. Wir sind angekommen, das waren vielleicht 2 Minuten Fahrzeit. Hier sehen wir die ganzen Krötenzäune, die aufgestellt sind, wobei die sind schon zum Teil hochgezogen. Kann man hier vielleicht auch sehen. Also vermutlich ist die Zeit irgendwie jetzt vorbei. Und die Leute haben noch keine Zeit, dann das Ganze, hier fließt das Wasser sogar noch über die Straße, keine Zeit, die Zäune abzubauen. Okay, da unten, ich hoffe, man kann es erkennen, ist der Teich. Das geht jetzt über eine freie Wiese hier. Hier stehen übrigens auch mal Rehe zum Weiden, so spätabends. So, dann gehen wir einmal runter, würde ich sagen. Mache ich aber alleine. Da brauchst du jetzt nicht mitlaufen. Auf jeden Fall, ja, mal gucken, ob er sich hier dann wohlfühlt. Ne? Betreten der Teichanlage verboten. Das heißt also, ich werde da nicht runterklettern. Sowieso nicht. Aber da vorne steht ein Stuhl. Okay. Da ist ein dicker Fisch. Man kann es jetzt wahrscheinlich nicht sehen. Ich halte trotzdem mal drauf. Vielleicht kann man ihn doch erkennen. Also sind hier auch Fische drin, Rotfedern sehe ich, Karpfen sehe ich tatsächlich, Wasser ist recht klar. Aber ich muss jetzt irgendwo eine Stelle finden, wo ich ihn aussetzen kann, ohne dass ich die Teichanlage betrete. Ja, ist natürlich auch so eine Sache, ne? Dann hat man schon Zäune aufgestellt, um die Kröten einzusammeln. Aber wenn die alle hier eingesammelt werden, freigelassen werden hier am Teich, weiß ich jetzt nicht. Das ist jetzt auch wieder, ne? Eigentlich ist das ja nicht so gut, dann werden die Kaulquappen ja gefressen. Macht ja jetzt nicht Sinn irgendwo. Ich will mal gucken, ob ich hier irgendwo Kaulquappen sehen kann. Auf jeden Fall ist hier jede Menge Leben drin. Hör mal auf, ich gucke mal kurz in Ruhe einmal kurz rum. Und wenn ich was sehe, dann zeige ich euch das gleich. So, eben die Kamera ausmachen und dann geht's gleich weiter. Da blüht die Kirsche. Ist ziemlich windig hier unten, muss ich sagen. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Da oben steht mein Auto. Ich habe hier gerade was gehört. Aber das werden wir jetzt wahrscheinlich nicht hören. Sowieso nicht, weil ich die Kamera direkt bei mir habe. Also ich habe was gehört. Quack, quack. Ne? Weißt du, was ich meine? Nun ja, aber ich kann keine Kaulquappen erkennen hier und auch kein Laich oder so. Da ist gar nichts. Hier ist so ein kleiner Damm und da steht auch ein Stuhl. Und da unten ist noch ein Teich. Da gehe ich mal näher runter. Ich weiß nicht, das ist jetzt ein bisschen zu heikel. Das ist jetzt aber, bin ich echt unschlüssig, ob ich das Kerlchen hier aussetzen soll oder nicht. Aber ich habe jetzt gerade keinen Plan C. Das war ja schon Plan B. Aber ich kann kein Laich, keine Kaulquappen, gar nichts sehen. Und ich gehe davon aus, dass die Fische die tatsächlich fressen dann. Ja gut, da sitzen jede Menge Fische drin hier, ganz viele kleine. Ich vermute mal, dass die Kröten wahrscheinlich woanders aussetzen. Anders kann ich mir das nicht erklären. Ich stelle mal eben hier drauf. Hier ist ja schön schattig. Gucken, kann man sie sehen? Also ich kann sie sehen, aber es kann sein, dass sie jetzt spiegelt. Da sind auf jeden Fall jede Menge Fische drin. Ja, okay. Gucke ich da unten jetzt nochmal? Doch, ich gucke nochmal. Vielleicht sind da unten ja keine Fische. Das war ein Satz mit X, das war wohl nichts. Das wundert mich, jetzt muss ich ehrlicherweise sagen, weil hier die Zäune stehen für die Kröten. Da ist ein großer Teich, aber da sind Fische drin. Da macht das ja nicht wirklich Sinn, wenn die Kröten vorher gefangen werden. Es sei denn, die werden woanders hingebracht. Ne? Das ist nur die Frage, wo? Weil hier in der Nähe wüsste ich jetzt nicht, wo noch was ist, außer auf dem Rückweg. Da ist noch so ein ganz kleiner Tümpel. Der hat meist, ich fahre da einfach mal hin, guck mal. Vielleicht haben wir da dann mehr Glück. Vielleicht ist es auch schon viel zu spät. Aber wie gesagt, bei uns im Garten kann er nicht bleiben. Da überlebt er nicht. Von daher, ja, okay, also auf ins Auto und weiter. Jetzt sind wir zurückgekommen, waren hinter dem Berg und jetzt sind wir einmal zurückgefahren und ich muss hier vorne, aber da hinten beziehungsweise hin. Das heißt, ich muss einmal über die Wiese laufen hier, denn dahin kann ich nicht parken, das ist eine 90-Grad-Kurve.
Das wäre zu riskant, sich da mit dem Auto hinzustellen. Aber da sind auch so zwei kleine Teiche. Da war ich vor langer, langer Zeit mal, als ich noch so Spaziergänge hier gefilmt hatte. Ja, okay, das heißt, ich gehe nochmal auf Wanderschaft und nehme das Schätzchen mit hier. Und ja, dann sehen wir uns gleich wieder am Teich oder an den Teichlein in dem Sinne. Aber da steht gut Wasser drin, habe ich gesehen, von der Straße aus. Naja, mal hoffen, dass da dann dementsprechend wir einen Platz finden für unser Krötlein. Warum sage ich eigentlich immer der? Na egal, komm, ich gehe erstmal weiter spazieren. Da ganz hinten irgendwo steht mein Auto. Wir sind angekommen. Das sieht schon mal interessant aus. Hier ist übrigens die Straße direkt nebenan. Ja, wir werden erstmal rundherum gehen, würde ich sagen, und mal gucken, wo wir ihn dann aussetzen können. Ich denke, wir können ihn hier aussetzen auf jeden Fall. So, mal einmal um den Teich rum. Ich war vor urlanger Zeit mal hier. Vielleicht finde ich aber Schönes. Bonsai-mäßiges, aber meistens so unter Bäumen und so. Da findest du in der Regel nichts. Ne? So, hier komme ich jetzt nicht durch. Das heißt, ich muss einmal. Da unten könnte ich hin. Aber ich möchte ihn jetzt auch nicht direkt an der Straße aussetzen. Da ist noch ein Teich. Jetzt muss ich mal gucken. Entweder wurschtel ich mich dadurch, aber es wird wahrscheinlich nichts werden. Das heißt, ich gehe jetzt einmal. Ja, ist heute ein bisschen anders, der Film. Das ist einfach so ein Tagesablauf im Prinzip, kannst du sagen. Ne? Ein nicht alltäglicher Tagesablauf. Oh, ich kann dir gleich was ganz Besonderes zeigen. Fällt mir gerade wieder ein. So. Okay, ich würde sagen, wir gehen da runter. Auch wenn man das jetzt nicht sieht, hier geht es also runter. Vorsichtig, immer schön gucken, wo man hier hintritt. Ne? Ganz schön aufpassen. Oh, die Bäume. Heftig dick, wa? Ja, pappeln. Pappeln. Also, dann gehen wir hier mal durch. Oh, holla, die Waldfee. Da hat ihr ein aufregender Tag. Also denkst du wahrscheinlich auch, ruf deine Frau doch an oder schick ihr eine SMS, dass du weißt, wo du bist, dass er sich keine Sorgen macht. Da hast du recht. Der Dumme ist nur, ich habe mein Handy im Schuppen gelassen. So, das sieht schon mal sehr schön aus hier. Würde ich sagen, also mir gefällt's. Dann wird's Krötli wohl auch gefallen. Aber wie gesagt, ich glaube, die Laichzeit wird wohl zu Ende sein. Da hat sich irgendwo bei uns verlaufen. Aber ich gucke trotzdem mal, ob ich hier Kaulquappen sehe. Also ist schön ruhig. Ne? Also das ist schon mal klasse. Ich sehe allerdings keine Kaulquappen. Ja, auf. Ich gehe hier vorne nochmal rum. Vorsichtig, hier wird ein Loch sein, wo der Baum umgefallen ist. So, Dalle. Ja, da ist zu matschig. Hier kommt ein kleiner Bach rein, ja, der fließt dann hier durch und geht auf einer Seite raus und geht dann in den Fischteich hinten rein. Aber wie gesagt, also hier kann ich nicht durchgehen, das ist Matsche da unten und ich möchte jetzt nicht so einen halben Meter meinen Fuß in den Schlamm stecken. Das wäre nicht der Burner. So, pass mal auf, wir setzen ihn jetzt hier aus. Allerdings nicht hier in den Gestrüpp. Oh, dann muss ich doch auf die andere Seite. Wo komme ich da denn jetzt hin? Muss ich da rumgehen? Da, an der Straße entlang und dann auf der anderen Seite runter. Ja, das werde ich wohl machen. Oh mein Gott. Krötli, was machen wir bloß mit dir, du? Wir sind jetzt oben an der Straße. Da unten waren wir vorhin. Und da ist der Bach, der Teich und der andere Teich da hinten. Ne? Und hier gehen wir jetzt runter und dann zeige ich dir erstmal was. Ja, hier hat nämlich jemand etwas vergessen. Vielleicht kannst du es erkennen. Oh. Krötli, ich stelle dich nochmal ab. Rutsch mir nicht runter. Ich muss mal eben gucken, wie ich zoomen muss. Wohin? Da. Kannst du erkennen? Der Sensenmann hat hier etwas vergessen. Ich hatte es vor ein paar Jahren schon mal gezeigt, aber ist schon Ewigkeiten her. So, ich gehe mal vorsichtig runter hier. Immer schön seitlich, ne? Runter, immer schön seitlich gehen. Dann kriegst du besseren Halt, als wenn die Füße so stellt. Dann rutscht du nämlich. Ne? Mal eben kurz. Boah, guck mal. Ich weiß nicht, kann man das. Gegenlicht, Moment. Gegenlicht, da. Moment, jetzt spiegelt gerade die Sonne ins Display. Dann sehe ich natürlich gar nichts, was ich dir zeige hier. Ne? Wo ist denn? Irgendwo da. Da, guck mal. Da guckt die Spitze raus. Hat das Ding vergessen. Und da hängt die Sichel, der Stiel. Ne? Geht auf der anderen Seite rein. Den hat er hier einfach hingehangen und vergessen. Der Sensenmann. Ja, okay. Und jetzt ist er im Baum verwachsen hier. So, das kurz dazu, dass wir das nochmal gesehen haben, wenn wir schon mal hier sind. Okay, also jetzt gehe ich hier nochmal rum.
Das geht jetzt ein bisschen einfacher. Boah, voller die Waldfee. Also diese Hainbuchen, die sind ja schon schön. Ne, das ist eine Birke. Dahinter, das ist eine Hainbuche. Die haben so, ja, klasse, coole Strukturen im Stamm. Das ist also richtig genial. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Ich versuche es einfach mal zu zeigen, so ein bisschen. Das ist ein relativ junger Baum, ne? Aber an der Straße stehen alte. Vielleicht hast du es vorhin gesehen im Bilde. Und, boah, ich muss mich bücken hier. Und ja, die sehen richtig knorrig aus, ne? So. Ja, ich sehe nichts. Also ich sehe schon was, aber keine Kaulquappen oder sonst wie. Tja, was mache ich denn jetzt? Ich lasse ihn jetzt frei. Pass mal auf, das macht ja keinen Sinn hier. Ich kann ja nicht noch 10.000 Kilometer fahren. Freundchen, du musst dich dann jetzt entscheiden, wo du hingehst, ob du dir ein Erdloch suchst oder was auch immer. Das musst du dann selber wissen. Ne? Krötli, was sagst du dazu? Gefällt dir das? Schön, Wasser, ne? Kannst dich abkühlen. Bei uns im Garten wieder zu heiß jetzt, du. Hä? Man hat keine Meinung, der will nicht. Ich kann dich aber nicht mit nach Hause nehmen, das geht nicht. Sag mal. Hopp, hopp und flott. Das interessiert den gar nicht. Nee, I'm so sorry, du musst hier bleiben. Ich kann nicht mitten. Ach, da wächst eine Tulpe. Lol. Mitten in der Wildnis wächst eine Tulpe. Dann wird hier wohl mein Garten gewesen sein. Tatsache. Aber ich lasse dich mal just alleine, ja? Ist es okay? Hör mal auf. Jo, hier war mein Garten. Hier stehen sogar noch Tonröhren drin. Und die sind auch richtig fest. Oder die Waldfee. Ja, so Tonröhren sind klasse. Ne? Ich glaube, die kriegt man heutzutage gar nicht mehr, diese Dinger. Wobei, ich bin mir nicht sicher, aber ich denke mal schon, weil da waren früher wahrscheinlich Kabel oder so mitgeschützt worden, die verlegt wurden oder sonst irgendwie was. Auf jeden Fall wüsste nicht, dass sie noch irgendwie Verwendung finden. Ja, hier komme ich nicht durch. So. Junge, der will nicht. Oh Mann, was mache ich denn jetzt mit dir? Komm, du musst jetzt, ne, du musst jetzt wirklich mal ein bisschen spazieren gehen. Ich kann dich nicht rumtragen den ganzen Tag, das geht nicht. So, komm, ich habe auch noch ein paar andere Sachen zu tun. Also, komm, einmal hoppel, floppel, floppel, flopp. So, siehst du wohl. So, und da musst du jetzt selber entscheiden, was du machst hier. Ne? Das ist jetzt Eigenverantwortung für dich. Ne? Also, mach das, was du am besten kannst. Weghüpfen. Ja, Erdkröten. Buddeln die sich jetzt eigentlich schon ein, nachdem die abgeleicht haben? Weiß ich gar nicht. Oder bleiben die erstmal im Teich noch? Nun ja, okay. Er hat auf jeden Fall hier Natur in dem Sinne. Und von daher, Krötli, ich verabschiede mich. Wir sehen uns mit Sicherheit nicht wieder. Okay. Jesu, dich die Wildnis hier. Plötzlich hüpft hier etwas. Guck mal, da ist ein Frosch. Ein Frosch. Ja. Also gibt es hier auf jeden Fall Amphibien. Schön. Und da hüpft er einfach mal weg. So, da muss er echt aufpassen, mal kein Platt tritt hier, wa? So, muss er eben gucken, wie ich jetzt hier rüberkomme, ohne irgendwo einzusinken. Weil da hinten steht mein Auto, da muss ich jetzt hin. Und ich wollte nicht wieder an der Straße entlang laufen. Ist gerade ruhig hier. So, meine Lieben, das war jetzt mal ein ganz anderer Film als sonst. Aber solche Arbeiten müssen ja auch gemacht werden. Warum soll ich euch da nicht mitnehmen? Und was jetzt passiert ist mit der Kröte? Ja, wie gesagt, hier im Garten kann ich sie nicht lassen. Ne? Bringt nichts irgendwo. Und ich denke mal, da am Teich fühlt sie sich wohl. Da ist auch ein Sumpf, Wiese ist da, ne, wo wir den Frosch gesehen haben zum Beispiel. Die ganze Wiese, die dahinter ist, da wollte ich eigentlich durchgehen zum Bach hin. Das ist gar nicht möglich. Ich mache nur die ganze Zeit. Also von daher denke ich mal, fühlt er sich da auf jeden Fall wohl und hat auch Möglichkeiten, sich da irgendwo einzugraben. Natürlich nicht im Sumpf, sondern dementsprechend dann etwas höher gelegen. Aber okay. Ja, weitermachen kann ich jetzt erstmal nicht. Es ist nämlich gerade jemand am Fahren mit dem Rasenmäher. Im Aufsitzer, der kommt jetzt gleich. Und deswegen wollte ich jetzt eben schnell einen Abschluss machen. Ich mache den Film fertig. Und ich würde sagen, wenn ich dann morgen, übermorgen weitermache hier draußen, nehme ich euch auch weiter mit auf die Reise. Denn ich denke mal, ist gar nicht so verkehrt, dass wir mal sehen können, was denn so außenrum hier eigentlich passiert. Außer wenn ich jetzt die Bonsai schneide oder dergleichen und zeige, was ich damit mache. Sondern das Drumherum muss ja auch irgendwo gemacht werden und fertig gemacht werden. Gehört halt alles dazu. Ne? Okay, yippie-ja-je.
Wir machen auf jeden Fall ganz bald weiter. Ich bin aber jetzt alle, bin ich ganz ehrlich. Und ich werde den Film jetzt reingehen, bearbeiten. Ich habe zwar noch zwei Videos fertig. Einer ist sogar schon hochgeladen. Einer muss noch bearbeitet werden. Aber ich werde erst diesen Film hochladen. Und anschließend sehen wir dann wieder einen Bonsai-Film oder vielleicht auch zwei. Je nachdem. Und dann geht es hier draußen auf jeden Fall morgen weiter. Wenn das mit der Wetter dementsprechend mitspielt. Ne? Ja, ist so. Holla die Waldfee. So. War mal eine heftige Aktion, aber das musste sein. Also, ne, wenn man ein Tier hat, das kann man nicht einfach irgendwo in die Ecke schmeißen und sagen, komm, sieh zu, dass du fertig wirst. Das geht nicht, nein. So, okay, yippie, yay.